Heute für euch 21 unglaubliche Fakten übers Träumen. Let's go! Fakt 1. Du kannst in Träumen weder lesen, noch die genaue Zeit bestimmen. Wenn du dir nicht sicher bist, ob du träumst oder nicht, versuche etwas zu lesen. Die überwiegende Mehrheit der Menschen ist unfähig, in Träumen zu lesen. Das gleiche gilt für Uhren. Jedes Mal, wenn man auf eine Uhr sieht, wird sie eine andere Zeit anzeigen und die Zeiger auf der Uhr werden sich, wie von luziden Träumern berichtet wird, nicht bewegen. Fakt 2. Luzides Träumen. Es gibt eine ganze Subkultur von Menschen, die luzides Träumen üben. Luzides Träumen ist übrigens bewusstes oder klares Träumen. Mit verschiedenen Techniken haben diese Leute gelernt, die Kontrolle über ihre Träume zu übernehmen. Sie beherrschen erstaunliche Dinge in ihren Träumen wie Fliegen, durch Wände laufen, das Reisen zwischen verschiedenen Dimensionen oder sogar zurück in die Zeit zu reisen. Fakt Nummer 3. Erfindungen wurden durch Träume inspiriert. Träume sind für viele der größten Erfindungen der Menschheit verantwortlich. Einige Beispiele sind die Idee für Google von Larry Page, der Wechselstromgenerator von Tesla, die DNA-Doppelhelix von James Watson, die Nähmaschine von Elias Howe oder auch das Periodensystem von Dmitri Mendeleev. Fakt Nummer 4. Vorahnungen in Träumen. Es gibt einige erstaunliche Fälle, in denen Menschen tatsächlich Dinge geträumt haben, die ihnen später in der exakt gleichen Art und Weise passieren wird. Man könnte sagen, sie hätten einen Blick in die Zukunft oder es war nur reiner Zufall. Die Tatsache bleibt, dass dies ernsthaft interessante und bizarre Phänomene sind. Einige der berühmtesten Traumvorahnungen sind Abraham Lincoln, der von seiner Ermordung träumte. Viele der Opfer des 11. September hatten Träume, die sie vor der Katastrophe warnten. Mark Twains Traum vom Niedergang seines Bruders. 19 verifizierte präkognitive Träume über die Titanic-Katastrophe. Fakt Nummer 5. Schlaflähmung bzw. Schlafparalyse. Die Hölle ist real und sie heißt Schlaflähmung. Sie sind das Zeug, aus dem wahren Albträumen gemacht sind. Zwei Merkmale der Schlaflähmung sind die Unfähigkeit, sich zu bewegen, daher auch das Wort Lähmung, und ein Gefühl einer extrem bösen Präsenz, die im selben Raum wie man selbst ist. Es fühlt sich nicht wie ein Traum an, sondern 100% real. Studien zeigen, dass Schlafparalyse-Patienten während eines Angriffs eine überwältigende Aktivität in der Amygdala zeigen. Die Amygdala ist verantwortlich für den Kampf- oder Fluchtinstinkt und Emotionen wie Angst und Terror. Fakt Nummer 6. REM-Schlafstörung. Im Zustand der REM-Phase des Schlafes ist dein Körper normalerweise gelähmt. In seltenen Fällen handeln Menschen, die in Träumen handeln, auch in der Realität so. Dies führt zu gebrochenen Armen, Beine, zerstörte Möbel und in mindestens einem gemeldeten Fall zu einem Haus, das niedergebrannt ist. Fakt 7. Sexuelle Träume. Die wissenschaftlich genannte nächtliche Penistumeszenz ist ein sehr gut dokumentiertes Phänomen. Laienhaft gesagt bedeutet es einfach, dass sie ein steifes Glied bekommen, während sie schlafen. Tatsächlich zeigen Studien, dass Männer bis zu 20 Erektionen pro Traum bekommen. Fakt Nummer 8. Unglaubliche Schlafwandler. Schlafwandel ist eine sehr seltene und potenzielle gefährliche Schlafstörung. Es ist eine extreme Form der REM-Schlafstörung und diese Menschen verwirklichen ihre Träume nicht nur, sondern gehen in der Nacht auch auf echte Abenteuer. Lee Hedwin ist ein Krankenpfleger vom Beruf, aber in seinen Träumen ist er ein Künstler, buchstäblich. Er malte wunderschöne Porträts, von denen er später keine Erinnerung mehr hatte. Seltsame schlafwandelnde Abenteurer sind zum Beispiel eine Frau, die Sex mit einem Fremden beim Schlafwandeln hatte. Ein Mann fuhr 22 Meilen und tötete seine Cousine während dem Schlafwandeln. Ein Schlafwandler, der im dritten Stock aus dem Fenster sprang und knapp überlebte. Fakt Nummer 9. Die Traumdroge. Es gibt tatsächlich Menschen, die Träumen so sehr lieben, dass sie nie aufwachen wollen. Sie wollen auch während des Tages weiterhin träumen, sodass sie ein illegales und extrem halluzinogenes Medikament namens Dimethyltryptamin nehmen. Es ist eigentlich nur eine isolierte und synthetische Form der Chemikalie, die unser Gehirn beim Träumen natürlich erzeugt. Fakt Nummer 10. Traumfänger. Der Traumfänger ist eines der bekanntesten indianischen Symbole. Es sind um einen Ring gewebte Fäden, die mit heiligen Gegenständen zum Schutz vor Albträumen verifiziert sind. Fakt 11.
Erhöhte Hirnaktivität. Du denkst, dass du ruhig und friedlich schläfst, aber tatsächlich ist unser Gehirn dann aktiver als während des Tages. Fakt 12. Kreativität und Träume. Wie vorher erwähnt, sind Träume für Erfindungen und großes Kunstwerk verantwortlich und sind allgemein unglaublich interessant. Sie laden auch unsere Kreativität wieder auf. In seltenen Fällen einer Schlafstörung träumen Leute wirklich überhaupt nicht. Diese Leute leiden oft unter verminderter Kreativität und sind schlecht in Aufgaben, die eine kreative Problemlösung verlangen. Fakt 13. Haustiere träumen auch. Unsere Tierbegleiter träumen auch. Beobachte einen Hund oder eine Katze beim Schlafen und du kannst sehen, dass sie manchmal ihre Pfoten bewegen und Geräusche machen, als ob sie etwas jagen. Fakt 14. Du träumst immer. Du weißt es einfach nicht mehr. Viele Menschen behaupten, dass sie überhaupt nicht träumen. Aber das ist nicht wahr. Wir alle träumen. Aber bis zu 60% der Menschen erinnern sich einfach nicht mehr an ihre Träume. Fakt Nummer 15. Blinde Menschen träumen auch. Blinde Menschen, die nicht blind geboren wurden, sehen Bilder in ihren Träumen. Aber Menschen, die blind geboren wurden, sehen überhaupt nichts. Sie träumen noch und ihre Träume sind genauso intensiv und interessant. Aber sie beziehen die anderen Sinne neben den Augen. Fakt Nummer 16. In unseren Träumen sehen wir nur Gesichter, die wir bereits kennen. Es ist bewiesen, dass wir im Traum nur Gesichter sehen können, die wir im wirklichen Leben schon gesehen haben. Es gibt nur eine einzige Ausnahme. Den hört ihr bei Fakt 21. Fakt Nummer 17. Träume neigen dazu, negativ zu sein. Überraschenderweise sind Träume häufig negativ als positiv. Die drei häufigsten Gefühle, die während des Träumens empfunden werden, sind Wut, Traurigkeit und Angst. Fakt Nummer 18. Mehrere Träume pro Nacht. Du kannst bis zu 7 verschiedene Träume pro Nacht haben, abhängig davon, wie viele REM-Zyklen durchlaufen werden. Wir träumen nur während der REM-Phase des Schlafes und die durchschnittliche Person träumt 1-2 Stunden jede Nacht. Fakt 19. Geschlechterunterschiede. Interessanterweise sind 70% aller Charaktere im Traum eines Mannes andere Männer, aber Träume von Frauen enthalten eine gleiche Menge an Frauen und Männern. In Träumen von Männern sind auch viel mehr Aggressionen enthalten. Sowohl Frauen als auch Männer haben gleich oft nasse Träume. Fakt 20. Nicht jeder träumt in Farbe. Ungefähr 12% der Menschen träumen nur in Schwarz und Weiß. Und Fakt Nummer 21. Gottes Gesicht. Viele Menschen haben dieses Gesicht in ihren Träumen gesehen. Bisher weiß man jedoch nicht, wer das ist oder warum ihn so viele in ihren Träumen sehen. Diese Person wurde jedoch weltweit gesehen und ist auch nicht auf ein Land oder ein Kontinent beschränkt. So Freunde, das war's auch wieder mit dieser Liste. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Meine Quelle diesmal war Schattenzirkus und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dahin, Freunde. Ciao.